das war knapp. So. Guten Tag. Hallo. Hallo. Lange nicht mehr mit dem Parkhaus geredet. Wie geht's dir? Gut, und selbst? Toll. Ich hatte heute Nacht das erste Mal Übernachtungsbesuch, der nicht Louis war. Jetzt bin ich in der Zwickmühle. Bevor du runterspringst, sag mir Bescheid, dann heile ich dich. Louis, verrückte Sache. Mi hat grundsätzlich gut geschlafen. Das ist wirklich verrückt. Ich schlief dir nicht mehr zu Hause. Also sie meinen, für ihre Verhältnisse war's gut. Ich hab auch gut geschlafen. Danke der Nachfrage. Nee, eine Freundin von mir mit Schlafproblemen hat spontan hier gepennt. Und sie ist vor mir eingeschlafen. Verrückt. Nie einen Menschen erlebt, der vor mir einschläft. Oh, guten Tag. Respawn! Wenn er nicht gleich geht, muss ich vorbei hier. So. Ja, ich find's krass, dass Hunter mit ihrer Range Attack deutlich besser treffen als ein Melee. Naja, die komplette Dingssache fällt ja weg. Jetzt, wie lange will der noch auf mir sein? Solange ich kein Mana hab, eine Weile. Jetzt habe ich ihn spotten können. Jeder zweite Spot misst, jetzt ist ja, er wieder auf dir. Ja, wie und wieder. Verblassen ist ein billiger Müll. Hier, Marius, nicht trinken. Den nee, hatte ich auch nicht vor. Den brauchst du für die Quest. Ach scheiße, hätte ich den jetzt nicht trinken dürfen. Ich boxe dich gleich, ne? Ich dachte, den muss ich trinken. Jetzt ohne Scheiß, darf ich nicht? Nein, den musst du abgeben. Ja, okay, da muss ich nochmal ans Aha. Na, er verarscht dich, Neo. Ich weiß, weil sonst würde ich sehen. Ja, ja. Ich habe eine schillernde Perle. So. Zwei, oder? Ja, nee. Ah, nee, Augen brauchen wir ja von denen. Mhm. Louis und ich sind im Minecraft-Fieber. Ja. Nein, Spaß. Ist ganz cool. War ich auch öfters mal. Louis hat mich angewichst. Ich hab das Spiel als gecrackte Version seit... Was? Louis hat dich angewichst? Also das finde ich nicht in Ordnung. Das finde ich nicht in Ordnung. Alles schon passiert. Das muss jemand klippen, Leute, das muss jemand klippen! Gibt zwar keine Clips auf Twitch, aber auf YouTube, aber egal! Mehr Clips! Natürlich läuft er wieder weg. Nehmen wir den. Er widersteht einfach. Oh, da krittet jemand an dir. Alter, die Muscheln sind so gut. Die Muschel? Die Muscheln, ja. Eine Nuschel. Oh, ich soll mal wieder zum Lehrer gehen. Ich könnte Schnellfeuer mir aneignen. Schlangenbiss. Mhm. Aha. Kannst vergessen. Ja. Das ist 32, 31, 30, 31.
Ach, Schatz. Ich muss dir auch noch mitteilen, wir haben Besuch an dem Tag nach dem Whisky-Tasting. Also, ach ja? Ja. Wer? Mi. Mi und ich sind jetzt die Nageltanten, die sich einmal im Monat treffen zum Nägel machen. Wir wollen uns unbedingt nochmal vor Weihnachten treffen, das ist der einzige Tag, der wirklich passt. Alles gut, Omi. Omi. Wieso Omi? Ja, du hast gesagt Nabel, Nabeltanten. Nabeltanten. Ich finde es jetzt auch interessant, unter einer Nageltante hätte ich jetzt was ganz anderes erwartet. Ich habe Nabel gesagt. Nabel. Ach so. Ich habe Nadel verstanden. Ich habe Nagel verstanden. Die Nabeltante, die ist bei mir im Ort. Aber das ist was anderes, was ihr denkt. Eine Nageltante, das ist für mich sowas wie eine Dorfmatratze. Ja. Nadel. Ja, die Nadel. Ja, wir reden auch von Nageln. Aber wir reden von Nagel. Nägel, wie künstliche Fingernägel. Was, sowas die gibt's? Nadeltante bei mir im Dorf. Das jetzt wird's interessanter, Aki. Ja, komm, hier der auch noch. Dann ein 30er da oben, der kommt auch gleich noch. Wer hat noch nicht, wer will noch mal? Bumm. Wieso rennt diese Scheißkuh immer um mein Baumhaus rum? Verdammt, willst du jetzt endlich geschlachtet werden? Halt, stopp! Scheinbar. Als Teilzeit-Veganer kann ich das nicht unterstützen. Ach, Aki. Das ist immer noch. Ja. Die Zeit kommt noch, wo du auch Fleisch isst. Hm? Ja, respawn. Entschuldigung, ich brauch Fleisch, weil das ist lecker essen und ich geh gleich auf Exkursion. Ich dachte gerade, du hast mich gestunt. Drei Fleischer. Ja, schon witzig. Wenn man das einfach so künde. Ja, stell dir mal vor, Friendly Fire wäre on in WoW. Das ist ja schon witzig. Wäre Blade Storm keine gute Idee mehr. Weihe wäre auch gemein und Divine Storm in. Als, ja. Hätte was. Im Raid, Alter, stell dir vor, jeder Melee muss von einem anderen Abstand halten, abgesehen von Schurken. Ja. Wobei, wenn der Dings zieht, ist auch scheiße. Klingenwirbel, ja. Ja. Ich glaube, das Einzige, wo du dir nicht groß Sorgen machen musst, ist ein Feral. Ja. Oder ein Decay. Ein Unholy zumindest. Ja, der spreadet seine Seuchen und du guckst auch dumm aus der Wäsche. Ja, aber nur bei AOE-Fights. Ja, aber benutzt er nicht Pestilenz, um seine Seuchen zu erneuern? Ich meine schon. Als Unholy tatsächlich nicht. Echt nicht? Du benutzt die Glyphe Krankheit nicht. Also wenn du wirklich straight auf Damage gehst, dann erneuerst du die Seuchen so. Du skillst nicht mal mit, dass sie länger halten. Okay. Weil das sind alles verschenkte Punkte, die du in Damage stecken kannst. In tatsächlich mehr Schaden. Wer ist dieser Damage? Oh, ich hab bald keine Pfeile mehr. That's cool, Bro! Mhm. Richtiger Vorzeige-Hunter. Mhm. Ja. Ich muss eh bald los, also von daher. Also wird's nichts mit Dungeon heute? Nee, Kral auf jeden Fall nicht. Da ich ja, wenn Aki nächste Woche nicht so viel Zeit hat, hole ich eh auf. Ich habe nächste Woche Urlaub. Ein bisschen, also ich habe Zeit. Ja. Wie bitte? Ja. Du in Urlaub? Mhm. Gibt's ja wohl nicht. Aber es wird wahrscheinlich trotzdem wieder nur aufs Wochenende hinauslaufen. Aber trotzdem. Weil das Moment gefühlt jeder Urlaub hat, weil Resturlaub oder so. Ja. Kenn ich nicht. Hast du nicht. Hab ich nicht. Du hast immer frei, ist doch auch gut. Ich hab immer frei. Want to buy here? No. Thank you. Oh, jetzt kommt Doppelblitzschlag. Ah! Sonnenuntergang, es ist hier schon wieder dunkel. Ich bin aufgestanden, 2 Stunden später Sonnenuntergang. Eine dicke Nuschel. Drei schläft, beste. Ja, weil... schon auf dem Stoffmarkt. Mehrere Stunden gequatscht. Hab da ordentlich Stoff gekauft, ja. Oh ja. Oh ja, das
Hallo Polizei, ich möchte eine Drogendealerin Du weißt! Aber Polizei, nur Wollstoff hoffentlich, der Rest ist nicht so viel wert. Also ich werde mir demnächst einen Hoodie nehmen. Ein Hoodie? Ich kenne nur Woody. Und der heißt Alan mit Nachnamen. Willst du mir sagen, bei euch kennt man keine Kapuzenpullis? Doch, das sind Kapuzenpullovers. Pullover. Hör auf zu looten, ich will jetzt endlich voll haben. Yay. Einer noch. Wie nennt ihr das? Nennt ihr das nicht Pullover? Hoodie. Nein, ich meine jetzt auch normale Pullover. Normaler Pullover ist ein normaler Pullover und ein Hoodie ist halt ein Kapuzenpullover. Aber ihr sagt bei euch Pullover. Nein, Pulli. Okay. Also Pulli sage ich auch und ansonsten wäre es Pullover. Ich lass euch mal in Ruhe. Ich pulle gleich was ganz anderes over, Aki, Alter. Ich gehe jetzt auf einen anderen Server mit einer Freundin TFT spielen. TFT spielen? Hui, viel Spaß. Dankeschön. Keine gute Idee. Die machen Aua. Und ich bin festgefroren. Mhm. Das macht's nicht einfacher. Das kannst du selbst reinigen. Ja, wenn ich genug Mana dafür hätte, würde ich's tun. Nee, kann ich nicht. Kann ich tatsächlich nicht. Ich kann es nicht reinigen. Ja, im Übrigen bin ich dann immer tot, ne? Hey! Au! Warum darf ich den denn nicht spotten? Alter, widerstehen. Die widerstehen echt alles, Alter! Geben mir nicht auf den Sack. Kommt der nächste? Ja, kann ich. Gar nicht! Gut, Marius, dass du den noch von da hinten gepult hast, den haben wir noch gebraucht. Komm, den einen kriegen wir noch! Den kriegen wir noch! Ogo, ogo! Das sind noch Granaten. Ja. Das Schöne ist, die sind auch so langsam oben. Ja, guck mal, dass du den Scheiß noch überlebst. Und den Trank rein. Keine Ahnung. Trank ist schon cooldown. Ich kann nur gleich noch göttlicher Schutz knallen. Und da muss Marius aufpassen, dass er nicht stirbt. Vor allem, das ist den göttlichen Schutz, den du da reinknallst, ist glaube ich 50% weniger Damage. Also nee, nee. 8 Sekunden, keine körperliche Angriffe. Lol. Hau drauf! Nicht, bleib stehen! Hau drauf! Das heißt, du hast drei Immunspells? Ja. Jetzt verreckst du echt noch. Wow, was? Jetzt bringt man ganz schnell Mana und rettet mich. Holy moly. Das war aber Intensive 4, ne? Ja, ja, ja. Hätte ich zum Beispiel Pala gespielt oder so, dann wäre das bestimmt nicht gut ausgegangen. Oder den Priester. Wo liegst denn du? Da hinten. Da, wo wir die ganze Zeit gefightet haben. Ja. Von diesen Missgeburten. Doch. So, jetzt brauchen wir noch Marius Augen. War doch chillig, Leute. Ich weiß nicht, was ihr habt. Nochmal durchbuffen, das wäre alles nicht passiert, wenn ich Kings hätte. Du hattest Kings. Lüge. Oh oh. Kann man gerne im Stream nachgucken. Ich habe gebufft. Kurz vor noch. Streambeweis.
Du hast jetzt kein Kings, dem stimme ich zu. So. Dann müssen wir hier klatschen. Ich habe auch kein Kings. Ich habe auch kein Might. Gar nichts. Was willst du denn? Might oder Kings? Was bringt dir mehr? Guck mal nach. Naja. 10% Attribute kriege ich. Ja, wie viel Attack Power hast du jetzt? 60. Kraft. Du gehst auf Distanzkampf und dann steht da Kraft. 224. Okay. Wie viel hast du jetzt? 250. Ja, dann machen wir so. Hier ist noch einer zum Looten. Der lässt einfach die Nuscheln drin liegen. Geiler Typ. Die Nuscheln. Alter, wie hast du den da hinten denn gepullt? Und den auch noch? What the fuck? Also ich hab Fernkampf-Spells. Achso, du hast die bewusst gepullt. Ich hab's nicht gesehen, dass ja. Du die bewusst gepullt hast. Ich versuch möglichst nur... Ich dachte, die sind so die jetzt mitgekommen. Du castest nix mehr. Ach, Carsten. So. Natürlich 2,32er. Klar, damit muss er auch Spaß machen. Aber Hunter treffen ja einfach. Das ist ja der Witz an Hunter. Oh. Da ist noch einer mit Schitzblag. Er hat zu wenig Mana. Ich kann mir überlegen, ob ich das einfach mit Skill. Fick auf die Biss, auf das bisschen Heilung. Heiltrank ist da drin, Aki. Hier, guck mal. Ich hab was für dich. Danke. Boom. Fett. Warte. Warte. Ein paar viele. Stopp! Stopp! Gönn dir, Aki, gönn dir. Das war mein Ellenbogen. Ich bin schon mal glücklich, dass
Shadowlands, das Awakening erst nach WOTK kommt. Ja, finde ich auch geil. Weil dann haben wir vielleicht Naxxramas schon ein bisschen durch. Warten auf Ulduar. Wenn überhaupt, also für mich, wenn überhaupt. Dann gucke ich da gerne mal rein. Gleich bist du dann aber auch Vollzeit schaffen und hast gar keine Zeit mehr. Ja, ich baue mir dann einen PC im Coffeeshop auf. Ich werde da von ein paar Leuten geblitzdingst. Ich laufe mal ein bisschen zurück. Was haben die für eine kacken Range, Alter? Junge, Junge. Oh, fuck. Natürlich renne ich jetzt zu dir. Oha. Keine. Nur noch, wie viel? 355 Pfeile habe ich noch. Oh. Irgendwie droppen die nicht mehr so gut bei dir jetzt, ha? Huh? Die droppen generell nicht gut. Die ging's einigermaßen, aber ja, klar. Ah, grolalalalalala. One bottle of water. One bottle of water. One bottle of water. Ja, zwei Stück noch. Alter, ich habe hier teilweise Soundtracks, von denen ich nicht weiß, woher sie kommen. Voll gut. Hm. Ich bin noch im Verblassen drin. Wie ziehe ich denn Agro? Alter, dieses Spiel. Eins noch. Wahrscheinlich machst du trotzdem mehr Agro, dadurch, dass du mich heilst oder so. Eigentlich dürfte ich im Verblassen gar keine Agro haben, beziehungsweise überhaupt generieren. Weiß ich nicht, wird nicht nur deine Agro halbiert? Mit Verblassen? Also so kenne ich Verblassen zumindest aus WOTK, dass es deine Agro halbiert. Ich kenne es aus WOTK, dass es die Agro komplett wegnimmt. Ich bin quasi unsichtbar auf dem Agrometer. Für dich. So, jetzt muss ich jetzt mal mir Pfeile holen. Können wir entweder nach Norden gehen. Ja, komm, dann lass nach Norden gehen. Lass die noch klatschen, weil das ist nicht viel. Ja. Und dann holst du Pfeile. Und dann holen wir uns noch die Nagas. Okay, also wenn ich das hier richtig verstehe, ist Verblassen ein Spell, der auch verfehlen kann im Endeffekt. Was für ein Scheiß, Alter. Der, also es ist so, dass du quasi gegen Gleichlevelige hast du... Also ich weiß nicht, ob das mit Hit zusammenarbeitet oder nicht. Aber es ist auf jeden Fall so, zumindest habe ich das hier so jetzt gefunden, dass das im Endeffekt ein Zauber ist, der die Gegner
dazu bringt oder entmutigt, dich anzugreifen. So ist ja die Wortwahl. Ja. Und darunter steht, dass es im Endeffekt ist, wie wenn du Todstellen machst, dass der Effekt aber quasi fehlschlagen kann, wenn das Level des Gegners zu hoch ist. Genauso wie mein Stun im Endeffekt. Oder der 4. Es kann quasi missen, wenn der Punkt des also wenn die quasi zu hochlevelig sind. Das heißt, gegen Gleiche sollte es auf jeden Fall funktionieren. Oder meistens. Aber gegen höherlevelige, und das waren ja teilweise 32er Grad, ist dann schon schwieriger. Aber das würde auch erklären, weil da steht, das ist der gleiche Effekt wie mit dem Todstellen beim Hunter. Todstellen beim Hunter reduziert hier auch nur die Aggro und macht's nicht komplett weg. Beziehungsweise hat die Chance, es komplett wegzumachen, aber nicht zwangsläufig. Und es verringert auch nur deine Bedrohung, es entfernt sie nicht komplett. Was ein Scheiß, wird nicht mehr gelernt. Lohnt sich raus nicht, verdammte Scheiße. Meine Leiste. Nix, was Damage macht, verpiss dich. Richtig. So, jetzt müssen wir die Mages töten, ne? Gib mir nochmal Kings, dann habe ich jetzt Ultra Boss für den Fight. Oh nice, er hat mir Might gebufft, dann 257. Retris lohnt sich also doch. Das ist exakt das gleiche Might, was ich dir buffen könnte, aber dann gebe ich dir Kings. Jetzt habe ich 266, okay. Ja, dein Might hat mir nur 250 gegeben. Das ist das gleiche Might. Ja, aber deins hat mir nur 250 gegeben. Keine Ahnung. Weiß nicht, was da los ist. Es ist das gleiche, also keine Ahnung, was der Unterschied ist, aber es ist das gleiche. Hast du auch 35? Ja. Ja, ja, double it up. Ich kann leider nichts machen. Nur Auto hitten. Winken sterben die jetzt sehr schnell. Ja, die sterben ganz gut. So, trinken. Wir sind da links rein. Ich weiß. Also, ich dachte gerade, du rennst da so aufs Feld, willst die Leute wieder auf dem Feld verprügeln. Die haben von gestern noch Traumata. Vor allem, der ist einfach direkt respawned. Ne, der ist gerade von drinnen, der ist von innen nach außen gelaufen. Das ist eine Putt gewesen. Würde ich jetzt auch sagen. War aber so. Also, ich habe ja gerade nur hingeguckt, aber... Halt, stopp, du karschst es nix. 274. Wird knapp. Du hattest unten am Strand gerade 300, also so knapp kann es nicht werden. Was denn 300? 250. Ja, was sind 300 Pfeile? Nix. Achso. Oh, nix. Na gut, aber das reicht ja für hier. Du machst ja nicht so viele Schütze. Ich mache nur Autoshots. Eben. Genau. Ja, die sind nicht gut. Jetzt kommt noch der Boy hier. Ah, und dieses Buch hier looten. Und das kann ich wahrscheinlich für alle machen. Oder du machst. Ja. Welches Buch looten? Hier steht, hier respawnt gleich ein Buch. Das heißt, ich habe keine... Doch, da. Zeigt's mir an. Ich würde sagen, ich habe keine Quest, die ich hier machen muss, aber doch. Ja, das ist doch, habe ich. Ja, guck mal, ich hab was für dich. Oh. Da ist es wieder.
ist es wieder. Jo. Sehr gut, sehr gut. Ja, und davon die Folgequest müsste die Mine sein. Machen wir die noch? Ja, würde ich sagen. Okay. Wir machen, was wir können. Vielleicht kriegen wir dann auch direkt Folgequests und müssen gar nicht Kral machen und können dann kommen direkt so weit, dass wir mit Friedhof anfangen können. Ja. Kara-Musik. Also in die Höhle würde ich ja schon gerne nachher. Da könnten ganz schön viele Erze drin sein. Kommen wir noch, kommen wir noch. Okay, der Unterschied zwischen göttlicher Schutz und Gottesschild. Ist bei Gottes Schild, kann ich noch angreifen? Bei göttlicher Schutz nicht. Lol. Ja. Aber in WOTLK wesentlich sinnvoller gelöst. Ja, vor allem als Tank kann ich Bubble benutzen und hab nicht mal einen Attack Slow. Also so hast du ja einen 100% erhöhten Attack Speed, also wenn du quasi Retri bist, schlägst du mit 4 Sekunden, mit, keine Ahnung wie schnell deine Waffe ist, halt mal 2 zu. Oder durch 0,5. Also eine 3,8er ist dann quasi eine 7,6er. Und bei mir ist das nicht so. Oh, mit Level 30 kriege ich Siegel des Lichts. Ich bin jetzt aber weg. Schade. Aber gut. Ja. Oh. Töte Großknecht Bonds sowie 10 Minenarbeiter. Dann machen wir das doch. Erstmal zum Händler. Dann noch viel Spaß und bis nächste Woche. Tschüss. Tschüss. Hau rein. Tschüss. Dicke Murloc-Schuppe brauchen wir nicht. Muschelfleisch nicht verkaufen. Das ist einiges wert. Würziges Muschelfleisch. Ja. Und dann bitte sehr. Ah, hast du nur eins. Okay. Ich habe am Strand 21 gesammelt. Oha, noch ein Level, dann ersetze ich meinen Inji-Kopf. Ne. Gut. Dann runter und die Mine verkloppen, oder? Ja. War ja gestern schon kein Problem. Ja, zu den Murlocs. Kommen wir noch. Wir müssen ja auch noch in diese Mine noch mal rein zu den Zwergen. Na denn, mach mal das doch. Ja, je nachdem wann. Ja.
Aber das Ganze machen wir in der nächsten Folge. Vielen Dank fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.